Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt schon im Thumbnail gesehen, so fangen viele, viele Folgen von mir oftmals an. Was ist mit unseren Gegnern los gewesen, Leute? Ein geschenkter Sieg ist natürlich ein bisschen lame, muss ich sagen, aber schmutzig ist schmutzig, ne? Ich meine, es gibt ja auch die schönen drei Sterne, ja, ein schöner Queen Charge Lalo, so richtig wie aus dem Ei gepellt, aber es gibt natürlich auch die ganz, ganz schmutzigen, wo der allerletzte Loon auch noch die allerletzte Defekt macht und das ist dann eher schmutzig. Aber worum geht's eigentlich? Es geht darum, dass unser letzter Gegner, ihr seht, der War has ended, aber man könnte meinen, er fängt erst an. Also unsere Clanbogen sind alle gefüllt. Das seht ihr hier, eigentlich seht das nicht, weil der Clankrieg ist ja schon zu Ende. Und den Gegner 38-0, das ist jetzt auch nicht mal hoch. Also da hätte man noch so ein bisschen mehr machen können. Ich muss erstmal die Musik ein bisschen leiser machen. Da hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Ist aber nicht so schlimm. Denn irgendwie war, ja, wie gesagt, die Clanburgen waren beim Gegner erstmal leer. Alle. Niemand hat sich da drüben die Mühe gemacht, auch nur eine einzige Truppe irgendwo reinzuspenden. Und das wundert einen dann schon ein bisschen. Ja, wir mussten ein bisschen dippen hier. Ist aber, glaube ich, nicht so tragisch. 14er müssen in jedem Fall fallen. Und ihr wisst genau, Rathaus 15 auf Rathaus 14, das ist auch eine Geschichte, die klappt auch nicht immer. Auch bei mir klappt die nicht immer. Manchmal ja, manchmal nein. Und gucken wir mal, was der Jupiter hier gemacht hat. Gibt hier einige, muss ich mal wieder sagen, die kenne ich gar nicht. Toto kennt seinen Clan nicht, ja, ist klar. Die sind schon ein bisschen länger hier, aber ich kenne sie nicht. Was jetzt auch nicht so schlimm ist. Ich freue mich über jeden, das wisst ihr. Und deswegen freue ich mich wahrscheinlich vor allen Dingen in gut einer Woche, Leute. Da haben wir Liga, also noch nicht jetzt Montag, sondern den Montag danach. Ne? Nee, nicht den Montag. Wann fängt denn eigentlich die Liga an? Wann fängt die Liga an, Toto? Die Liga fängt an am 1. Nächsten Freitag. Also heute in einer Woche fängt die Liga wieder an. Kommt wieder gerne in die Clans. Die Clan-Tags sind immer unter den Videos oder aber auch im Livestream immer wieder verfügbar. Könnt ihr da abrufen. Ich muss auch mal ein bisschen mehr Infos, glaube ich, automatisieren im Stream. Ich habe festgestellt, dass mein Bot viel zu mau ist. Also der könnte ruhig ein bisschen mehr quatschen an der Stelle und also mal ein bisschen mehr Infos preisgeben und nicht, dass ihr dem Bot immer die Infos so aus der Tasche leiert. Dann seht ihr da auf jeden Fall auch immer wieder die Tags von Totos Bande und von dem Clan Herausforderer. Mal sehen, ob wir diesen Monat oder nächsten Monat wieder so viel werden, dass wir vielleicht bei der Bande und beim Clan Herausforderer wieder ein 30er spielen können. Bei den Herausforderern. Wir werden mal eine 15er spielen in Meister 1. Und ich denke, wir werden auch wieder nur Rathaus 15 sehen. Das hoffe ich zumindest mal. Und dann, wie gesagt, man kann gar nicht früh genug dafür anfangen zu werben. Ich mache das jetzt mal eine Woche vorher. Also Liga, Leute, eine Woche in einer Woche ist Liga. Und dann müssen wir die Leute alle wieder schön verteilt haben und spielen. Ja, schon die Septemberliga ist eigentlich auch der Hammer. Die Zeit rast, Leute. Bald ist Weihnachten. Ich meine, okay, das ganze Jahr ist ja irgendwie vorweihnachtliche Zeit. Aber die Zeit rast wirklich wie im Fluge oder vergeht wie im Fluge. Nicht nur im Moment, sondern irgendwie so über das ganze Jahr verteilt. Heute ist ja noch mal ein bisschen Wetter. Also heute an einem Freitag, ich nehme mal einen Freitag auf. Und da ist ja noch mal ein bisschen Wetter. Was auch wirklich cool ist. Nachtschatten, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesehen hatten. Wir hatten ja mal wieder ein bisschen gewettet. Und der hatte das. Das war der mit dem Loch in der Base, jo. Ja, ich habe gestern auch wieder eine Blimp geworfen, Leute. Sehenswert, ehrlich sehenswert. Eine Blimp und habe nicht gesehen, dass die gar nicht voll war. Das heißt, ich hatte null Mauerbrecher dabei. Ich hatte keine Kobolde dabei, sondern nur die Bogenschützin und den einen Magier, die dann zwar geklont werden, aber... Oh, die laufen hier in alle vier Ecken. An den Kreis hat keine Ecken, ne? Da weißt du dann auch nicht, wo soll der nächste Unsichtbarkeitszauber hin, aber er hat jetzt auch keinen mehr.
Und ich habe dann einfach alle Zauber, glaube ich, weggesweckt und habe trotzdem 80% oder so geholt. So, manchmal ist auch komisch. Aber okay, mal sehen, wie der Nachtschatten hier vorgegangen ist. Rathaus ist weg und jetzt hat er hier so eine richtig schöne, ich nenne es mal so Straße, ne? Eine richtig schöne Straße hier, die er jetzt abgehen kann mit seinen Helden. Eisgolem kommt jetzt erst mit dazu, okay. Ja, frage ich mich, warum kommt er jetzt erst mit dazu? Der tankt ja null im Moment. Ah doch, der tankt die eine Kanone da. Der tankt die eine Kanone. Maurer hier sind super gelaufen. Guckt euch das an, was die Helden da alleine unten rausholen. Und es ist noch kein Ballon auf dem Feld, ne? Na, es ist noch kein Ballon auf dem Feld. Das ist unglaublich. Jetzt kommt er schon mit Minions hier zum Abräumen. Okay, jetzt kommen die ersten Ballons. Ja, da kommen doch noch die ersten Ballons. Und oben kommen auch ein paar Ballons. Warte, ich gehe ein bisschen näher rein für euch. Okay. Da ist jetzt ein bisschen mehr Feuer gewesen, ja, aber das war auch wirklich nur der eine X-Bogen. Die Nado liegt da auch schon und Tornadot hier einfach nur so rum. Für nix. Die ist also nur ausgelöst gewesen, mehr nicht. Und kann sein, dass der Roll-Champion da drin war. Der Roll-Champion da drin war. Kann sein, dass der Roll-Champion drin war. Ja, wirklich, wirklich, wirklich merkwürdig. Also. Nicht gefüllte Clanbogen, Leute, das gibt es in jedem Clan, das habt ihr schon in den Clans gehabt, das haben wir schon in den Clan gehabt. Aber dass der Gegner die Clanbogen komplett nicht gefüllt hat, das ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Und es sah auch ganz komisch aus am Anfang. Jetzt kann man auch gar nicht nachgucken. Ich wusste gar nicht, hat man dadurch einen Nachteil, wenn der Gegner den Clan verlässt? Die haben den Clan verlassen, Leute. Alle. Und ich habe ein bisschen nachgeguckt. Ich habe erst gedacht, okay, die pranken uns hier oder machen einen auf Troja. Ich meine, Leute, das ist ein Clan-Level. Das ist ein Clan-Level 23. Den hat man ja auch nicht einfach so. Ja, das dauert ja ein bisschen, bis der auf 23 war. Ihr seht das, 504 Kriege gewonnen. Okay, die Streak ist jetzt natürlich auf 0. Und die spielen immer, jetzt kann man da noch nachschauen. Warte mal, ich nehme die mal als Favorit mit. Und ich nehme die mal eben als Favorit mit, weil es interessiert mich wirklich, ob da jetzt wirklich keiner mehr drin ist oder ob da wenigstens einer drin ist. Wenn keiner mehr drin ist, dann kommst du an den Clan nicht mehr ran. Das wisst ihr selber. Und oder du musst dich an den Supercell Support wenden, dass du irgendeinen da von deinen Accounts reinhaben willst, der dann die Leaderrolle hat, aber es ist schon ungewöhnlich gewesen. Alle raus hier. Oder es war von denen so geplant, dass die sich gesagt haben, okay Leute, wir kämpfen gegen die nicht, die sehen so stark aus. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, wir gehen alle raus und kommen irgendwann rein. Ich würde jetzt aber mal kurz mal nachschauen, bevor wir uns noch einen schönen Angriff angucken. Ich habe die jetzt ja hier in den Bookmarks. Ob der Clan wirklich leer ist. Ob der Clan wirklich leer ist. Close. 1 von 50, siehst du? Er ist nämlich nicht leer. Er ist nicht leer und deswegen glaube ich, ich beobachte diesen Clan mal, ROZ. Ich glaube nämlich, ja, keine Ahnung, die hatten einfach keinen Bock oder es sind ein paar rausgegangen und dann haben alle gesagt, nee, wir machen nichts mehr, aber der Clasher ist hier noch drin, das ist der Leader. Und da weiß ich natürlich auch nicht, ist der wirklich aktiv, nicht aktiv, obwohl das sieht recht aktiv aus, seht ihr das? Der hat eben seine Minen und Sammler abgeholt. Und baut hier auch ganz brav. Ja, trotzdem. Schwierig. Aber ich meine, gut für uns. Gut für uns. Wir mussten uns nicht wirklich anstrengen. Denn das Ding war hier ja eh gewonnen. Warte mal, Maximus, ich wollte euch noch zwei Angriffe zeigen. Einmal von Sparkling und einmal von Maxi. Und deswegen, ja, ein geschenkter Sieg. Ne? Was haltet ihr von solchen geschenkten Siegen? Ist das eher lame? Macht man sich da Gedanken, dass man, ich sag mal so, nicht so wirklich kämpfen musste? Also, weil man hatte ja jetzt nichts aufzuholen. Ne? Wenn du ja einen normalen Clankrieg spielst, dann guckst du ja schon mal drauf, wie und was macht der Gegner, was hat er so vielleicht in den Clanburgen immer drin. Ja, wir hatten jetzt bei Free-to-Play die Situation, da waren immer Hexen drin. In allen Clanburgen waren Hexen. Und wenn du dir dann 1, 2, 3 Clankriegsangriffe anschaust von deinen Clanmates und da kommen immer Hexen raus, dann kannst du davon ausgehen, dass
wenn du angreifst, da auch Hexen rauskommen. Und so, das war hier ja gar nicht. Ja, das war hier ja gar nicht. Hier konntest du einfach rein. Viele haben auch gar kein Gift dabei gehabt. Wofür auch? Na, auch wohl für die Helden. Ne? Ein bisschen die Helden verlangsamen. Giften kannst du sie eh nicht oder vergiften großartig. Da musst du schon viel, viel Gift nehmen. Aber man kann es ja wenigstens verlangsamen und kann dann dementsprechend die DPS hier rausnehmen von den Helden. Aber ja, wie gesagt, ich meine, ist ein schönes Ding, aber irgendwie ist es dann so unwirklich. Ne? Man hat gewonnen, aber in Wirklichkeit nicht. Man hat gewonnen, aber in Wirklichkeit hat man gar nicht gewonnen, sondern man hat eigentlich kampflos einen Clankrieg abgeschlossen, positiv abgeschlossen oder so. Also ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Letztendlich habe ich am Anfang gesagt, egal wie, ob schmutzig oder nicht schmutzig, ich nenne das mal fair nicht. Es war nicht fair, dass die gar nicht angegriffen haben, sondern es war eher komisch, so ganz ohne Gegenwehr. Das ist dann auch, ich will mal fast sagen, sehr, sehr langweilig. Ja, das ist dann ein sehr langweiliger Kampftag und die 24 Stunden gehen ja auch nicht im Fluge rum, also ein bisschen dauert es ja schon. Okay, sehr, sehr späte Wortentzündung wegen den Ballons hier. Da ist noch die Queen, die da noch ein bisschen was macht. Beim Sparky hier, da ist jetzt auch noch ein Single Inferno, der so ein bisschen da noch auf der Titanin brennt, auf der E-Titanin, okay. Da konntest du dich gerade nochmal so rauswenden. Und jetzt kommt nochmal die Masse an Minions. Da hätte jetzt der Single auch keine Chance mehr gehabt. Und einen habe ich hier oben ja noch gehabt, hier vom Maximus auf den Meerschatt. Meerschatt. Den wir uns auch noch anschauen wollen. Punkt. Am Wochenende übrigens gibt es wieder Mac Clash, denke ich mal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das heute Abend wird, weil ich dann wahrscheinlich erst wieder in den Tiefen der Deutschen Bahn versunken bin. Im Moment erkunde ich ja das Deutschland mit dem 49-Euro-Ticket am Wochenende. Ich habe mir da irgendwie so einen Spaßsport rausgemacht. Und ist eine coole Sache, kannst überall mit hinfahren. Klar, kannst du Regionalbahn fahren oder Regio. Aber das reicht, Leute, dass man in 2-3 Stunden irgendwo hinkommt, wo man gerne hin möchte. Und das ist schon eine coole Sache. Und deswegen hatte ich aber schon am Mittwoch, glaube ich, gesagt, dass, na, mal sehen, Samstag, Sonntag oder so. Aber auf jeden Fall wird es wieder ein Mac-Clash geben. Ich habe auch ein Mikro jetzt am Mac. Hört sich richtig gut an, eins meiner alten Mikrofone, Leute. Habe ich wieder ausgegraben mit einem kleinen Interface. Und hört sich richtig gut an. Hätte ich nicht gedacht, aber wie gesagt, guckt selber dran, rein oder followt mich am einfachsten auf Twitch, dann verpasst ihr auch nichts. Dann geht dort, also der Follower ist nicht wie eine Glocke, aber man kann dann sagen, Benachrichtigung aktivieren und wenn er die Benachrichtigung aktiviert, dann verpasst er in jedem Fall kein Livestream von mir. Montags, Mittwochs, Freitags ist ja geplant. Der Freitags-Clash ist im Moment immer ein bisschen gefährdet, weil ich halt Freitag schon abhaue. Oder oftmals schon weg bin. Und dann gibt es natürlich keinen Freitagsclash, außer ich komme da früh an, aber in der Regel komme ich da sehr, sehr spät an. Weil für mich natürlich auch der normale Arbeitstag am Freitag noch gilt und ich nicht irgendwo, ich sag mal so, morgen schon wegkomme, es sei denn, ich habe Urlaub. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Das hat letztes Mal auch ganz gut funktioniert, dass wir das Samstag gemacht haben. Muss ich mal schauen, machen wir noch ein bisschen Klönspiel. Ich habe nämlich vergessen, in beiden Clans überhaupt die Kriege gestern Abend zu starten. Das heißt, wir starten heute Abend, erst Samstagabend, dann haben wir Freitagabend, dann haben wir Samstagabend ein bisschen Clankrieg. Mal sehen, ob ich das auf die Kette kriege, aber sollte ich eigentlich schon irgendwie hinbekommen, sodass wir uns in jedem Fall ein bisschen hören. Sehen kann ich nur nicht versprechen, Leute. Ist das nochmal, die Kamera am MacBook ist nicht so wirklich toll. Aber ich habe eine andere Möglichkeit gefunden, das werde ich euch dann aber eher live zeigen. Da gibt es nämlich noch eine andere Sache, wie ich das rüberbringen kann. Also, Clan greift nicht an, Clan hat keine Clanbogen mehr und Clan hat sich scheinbar so ganz aufgelöst, aber ganz aufgelöst haben wir gesehen, hat er sich auch nicht, er existiert in jedem Fall. Ich beobachte den mal sehen, ob er sich wieder im Laufe der Zeit füllt und vielleicht kann man die ja nochmal herausfordern in so einem Freundschaftsklankrieg oder sowas. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir jetzt einfach am Ende einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. https://twitch.tv/totoclash. Das ist mein Twitch-Kanal und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und
viele, viele tolle Clash-Momente. Wie lange haben wir denn eigentlich noch die Clan-Spiele? Ah, Leute, da geht ja noch was. 3 Tage. Easy peasy. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Habt einen schönen Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann sehen wir uns in alter Frische in der nächsten Woche wieder. Oder halt, wenn ihr mich auf Twitch besucht, auch noch in dieser Woche. Bis dahin. Danke, Leute. Euer Toto. Clashed.